Ja, hallo Leute, heute macht man Unboxing. Heute ist ein großes Paket gekommen von LGB für die Spur 2M. Mal gucken, was drin ist. Wieder für die Ewigkeit eingepackt. So, okay. Ja, man sieht schon die rote Verpackung hervorblitzen. So, da wollen wir nicht viel lang rummachen. Das ist einfach das hier. So, naja, da sind noch ein paar Sachen, die muss ich auch noch raus tun. Das hier zum Beispiel brauchen wir später. So, ja, das sind die ganzen Chips. Da ist weiter nichts drin. So, okay, dann können wir das eigentlich dazu machen. So, jetzt kommt die Hauptsache. Das muss man aufpassen, wie das da drin ist. Also, dass mir die Neugierde nicht so groß wird. Es geht hier um das Teil. Das neue Krokodil von LGB mit der Nummer 23407. Das ist die Artikelnummer. Das ist die 415. So, dann schauen wir mal. Ah ja. Jetzt raus. Jede Menge Papier. Inwendig. Da müssen wir gucken, wie die Lok drin ist. Wenn wir das mal anschauen. Sie ist so drin, okay. Ah, da ist sogar ein Männchen drin. Ein Lokführer sehe ich. Und ein zusätzlichen hier ein Männchen. Das ist jetzt eher wahrscheinlich soll der Lokführer sein. Schön eingepackt. Das ist die zweite Kupplung für die andere Seite. Das ist die ja das Betriebsanleitungen hier und Schlussbeleuchtung. Kann man draufkleben. RGB-Club und so weiter und so fort. Dann schauen wir uns das Teil mal an. So. Schön eingepackt. In gewohnter Manier. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, damit die Laternen hier nicht beschädigt werden. Also hier empfiehlt sich vielleicht das Ding so irgendwie rauszutun. In so einer Hängematte. Nee, empfiehlt sich doch nicht, weil er ist nicht zusammen. So, okay. Also wie gesagt, das Ding ist gelenkig, das ist nicht so einfach festzuhalten. So, schönes Teil. Also, wie gewohnt. Mit neuen Features, mit heb- und senkbaren Pantographen. Das werden wir euch dann bei einem weiteren Video zeigen, die ganzen Soundfunktionen. Jetzt zeigen wir euch einfach nur mal so das Außenrum. Jetzt werde ich es mal abstellen. So, habe ich es ja besser in der Hand. Also man kann hier das auf- und zumachen. Man kann hier, das ist typisch. Hier, das kann man hoch und runter ziehen. 415. So, da ist noch ein bisschen Styropor dazwischen. Sehr schönes Teil. Ja, und den Lokführer kann man dann irgendwo reinsetzen, wo man ihn gerade braucht.
stehende Bedienung natürlich. Hier ist das Fabrikschild, wo es hergestellt worden ist. Ja, ist eines der letzten RAB-Krokodile auf dem RAB-Netz, die jetzt noch für Sonderfahrten unterwegs sind. So, Scheibenwischer. Also von außen sehr schönes Teil auch. Das Dach leicht brüniert. Und das sind ja sehr detailliert. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, der Pantograph ist elektronisch angesteuert. Also jetzt den nicht nach oben bringen, sondern das erst lösen, wenn also die Lok auch angemeldet wird. So, inwieweit wir den Sound noch runterregeln müssen, das wird sich dann zeigen. So, ich hoffe, es hat euch das gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.